Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Massenerwachen haben ein energetisches Netz geschaffen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 17. August 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr, die folgende Übertragung mit euch zu teilen, denn wir wissen, wie sehr euch allen die Förderung des kollektiven menschlichen Bewusstseins am Herzen liegt. Und wir haben einige sehr gute Nachrichten für euch. Ihr habt mit den Massenerwachen, die sich dort auf der Erde ereignet haben, einen Wendepunkt überschritten und als Folge davon seid ihr nun bereit für mehr Downloads, mehr Aktivierungen, mehr Einstimmungen, mehr Upgrades, mehr von allem, was ihr als Individuen, als das erwachte Kollektiv und als die Gesamtheit des menschlichen Kollektivs gefordert habt. Die Menschheit hat genug Mitgefühl gezeigt, um einen weiteren gewaltigen Energieschub herbeizuführen, der es denjenigen von euch, die offen sind, erlauben wird, sich in einem Zustand hoher Schwingungen zu halten, auch wenn viele von euch sich entscheiden, in einem Zustand niedrigerer Schwingungen zu bleiben, weil sie meinen, dass sie das müssen. Zweifellos habt ihr in letzter Zeit viel Wut, Angst und Hass in eurer Welt gesehen, und einige von euch haben sich vielleicht sogar versucht gefühlt, diese Wege zu beschreiten, zu erforschen, zu sehen, ob sie etwas haben, das es wert ist, untersucht zu werden. Und ob ihr in diesen Kaninchenbau gefallen seid oder nicht, ihr habt sicherlich genug Trauma und Tragödie in eurer Welt gesehen, um eure Herzen noch mehr zu öffnen, Empathie und Mitgefühl zu empfinden und eure heilende Energie Menschen anzubieten, denen ihr nie begegnet seid und vielleicht auch nie begegnen werdet. Dies ist eine Zeit, in der eure Welt noch kleiner geworden ist und ihr euch auf eine Weise miteinander verbunden habt, die ihr euch vor 30 oder 40 Jahren nicht einmal vorstellen konntet. Aber jetzt, da ihr euch mit anderen Menschen, die auf der anderen Seite des Planeten leben, so viel mehr verbunden fühlt, habt ihr eure Herzen geöffnet und ihr habt euch erlaubt, dieses Mitgefühl, diesen Kummer und all die anderen Emotionen zu empfinden, die für euch aufgekommen sind, wegen des Leidens, von dem ihr wisst, dass andere es ertragen und ertragen haben. Und das ist es, was den Ausschlag für die Menschheit gegeben hat. Es war eure Freundlichkeit. Es war eure Bereitschaft, euch um andere zu kümmern, die nicht wie ihr aussehen und die nicht so sind wie ihr. Und während ihr euer Herz den Bedürftigen entgegengestreckt habt, habt ihr ein energetisches Netz über der Erdoberfläche mit erschaffen, das perfekt geeignet ist, die nächste Welle von Energien zu empfangen, die jetzt auf euch zukommt. Eine Welle von Energien, die ihr herbeigerufen habt und für deren Empfang ihr euch bereit erklärt habt. Ihr, das erwachte Kollektiv, habt es wieder getan. Ihr habt mehr Energien hereingelassen. Ihr habt diese Energien geerdet und sie verteilt. Und jetzt ist es an der Zeit, die Früchte zu ernten. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Und guck doch mal bei unserem Telegram-Kanal vorbei. Den haben wir extra erstellt, um unabhängig von YouTube zu werden, was eigentlich eine ganz gute Idee ist. Liebe Grüße, euer Wolfgang.